Hallo Freunde, ich habe mir gedacht, wir entwickeln mal ein neues Format. Ihr könnt mir ja in die Kommentare schreiben, wie ihr die Idee findet, ob die gut ist, schlecht oder man noch was dran ändern kann und so weiter. Das können wir ja zusammen entwickeln. Und zwar habe ich mir gedacht, wenn ich eh schon die Drohne habe, die irgendwo da hinten bei meiner Tasche steht und es so viele Stadien gibt, die wunderschön sind und leider in der Versenkung verschwinden, dachte ich mir, kann man die ja einfach mal rausholen und denen ein bisschen Plattform bieten. Und deswegen stehen wir heute vorm Stadion Niederrhein. Hier spielt Rot-Weiß Oberhausen in der Regionalliga West. Ich war hier gerade A-Jugend gucken. Oberhausen hat leider 4-0 gegen Düsseldorf verloren. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Ich möchte euch noch mal ein bisschen was zum Stadion erzählen mit den Luftaufnahmen untermalen. Und dann könnt ihr mir ja, wie gesagt, einfach in die Kommentare schreiben, ob ihr die Idee gut oder schlecht fandet. Und dann schauen wir einfach mal, was wir mit diesem Format machen. Man kann ja ein Stadion Samstag oder Stadion Mittwoch oder so draus machen, dass ich halt jede Woche ein Stadion vorstelle. Wir sind da ziemlich offen, also sagt mir Bescheid und jetzt viel Spaß. Wie eingangs erwähnt, stand ich gerade vor dem Stadion Niederrhein in der nordrhein-westfälischen Stadt Oberhausen im Ruhrgebiet bzw. im Rheinland. Das Stadion Niederrhein liegt im äußersten Südwesten des Stadtbezirks Osterfeld, nahe der Grenze zu den beiden anderen Stadtbezirken Alt-Oberhausen und Sterkrade. Das Stadion Niederrhein steht hier bereits seit 1926 an Ort und Stelle. Für die Mathefüchse unter euch, das sind bereits 91 Jahre. 91 Jahre. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie oft euer Alter in das Stadion passen würde. Bei mir mit meinen 27 Jahren sind das etwas mehr als 3 Mal. Eingeweiht wurde das Stadion, na, wer von euch hat aufgepasst? Genau, 1926 nämlich. Um genau zu sein, am 28. Februar 1926 mit dem Spiel des Duisburger Spielvereins gegen Arminia Bielefeld. Der Duisburger Spielverein ist übrigens nicht der Beidericher Spielverein oder kurz MSV. Der Duisburger Spielverein war ein Sportverein aus, oh Wunder, Duisburg. Er gehörte zu dem Pioniervereinen des westdeutschen Fußballs und konnte insgesamt 10 Mal die westdeutsche Meisterschaft gewinnen. Vielleicht könnt ihr dieses Wissen ja beim nächsten Stammtisch gebrauchen. Aber zurück zum Thema. Das heißt, der Verein, der heute seine Heimspiele hier austrägt, der Sportclub Rot-Weiß Oberhausen, hat das Stadion überhaupt nicht eingeweiht. Wo wir gerade etwas Vereinsgeschichte des nicht mehr existenten Duisburger Spielvereins angesprochen haben, wollen wir RWO natürlich nicht unterschlagen. Der SC Rot-Weiß Oberhausen Rheinland ist, richtig, wie sollte es anders sein, ein Sportverein aus Oberhausen. RWO wurde am 18. Dezember 1904 gegründet, bzw. ist aus der Fusion des Emschertaler SV und des Oberhausener Turnvereins entstanden. RWO zählte im Dezember 2015 knapp 1200 Mitglieder und bietet derzeit nur die Abteilung Fußball an. Die A-Junioren des Sportclubs spielen übrigens in der A-Junioren-Bundesliga Staffel West. Genau dieses Spiel habe ich mir vorhin noch angeschaut. Leider haben die Jungs am ersten Spieltag ziemlich deutlich mit 4-0 verloren. Lasst uns lieber wieder über die Stadiongeschichte sprechen. 1982 wurde eine Tartanlaufbahn mit 6 400 Meter und 8 100 Meter Laufbahnen ergänzt. Die leichtathletischen Anlagen dieses Stadions werden heute aber gar nicht mehr genutzt. 1996 erfolgte die Anbringung der ausrangierten Anzeigetafeln aus dem Leverkusener Ulrich-Haberland-Stadion, ein Geschenk des Vereins TSV Bayer 04 Leverkusen an die Stadt Oberhausen. Nach einem größeren Umbau, bei dem die Stehränge erneuert wurden, die Gegengerade eine Sitztribüne erhielt und die Haupttribüne komplett erneuert wurde, wurde das Stadion im Jahre 1998 zum Beginn der Zweitligasaison von Rot-Weiß Oberhausen wiedereröffnet. Zu der Zeit war ich damals 8 Jahre alt und merke gerade, dass ich ziemlich alt geworden bin. 2004 wurde das Stadion durch weitere Umbaumaßnahmen übrigens vor allem im Bereich der Haupttribüne an erhöhte Anforderungen für Zweitligaspiele angepasst. Nach dem Aufstieg von RWO in die zweite Bundesliga zur Spielzeit 2008-2009 wurde gemäß den Statuten der DFL ein erneuter Umbau des Stadions erforderlich. Wie viele von euch wissen, ist eine Rasenheizung im Profifußball vorgeschrieben. Deswegen wurde im Juli 2008 der Rasen komplett erneuert und eine Rasenheizung installiert. Mittlerweile steckt RWO leider im Amateurfußball fest und spielt in der Regionalliga West. Für alle, die sich gefragt haben, warum auf den Aufnahmen diese Baustelle drauf ist und wo die vierte Tribüne abgeblieben ist, kommt jetzt die Antwort. Anfang des Jahres 2017 begann der Abriss der Emscher-Kurve, die genau da stand, wo jetzt diese Baustelle ist. Die Emscher-Kurve soll durch eine Tribüne unmittelbar am Spielfeldrand ersetzt werden. Teile der Emscher-Kurve bleiben aber erhalten. Die neue Stehplatztribüne wird 3100 Zuschauern Platz bieten und kann auch auf ca. 4000 Plätze ausgebaut werden. Damit wären wir jetzt auch am Ende unseres ersten Stadion-Vorstellungsvideos angekommen.
Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und freue mich über jegliche Kritik, ob negativ, positiv, ausfallend oder beleidigend in den Kommentaren. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich auch über einen Daumen nach oben freuen oder wenn ihr das Video und meinen Kanal einfach euren Freunden empfehlt. Ich verabschiede mich dann mal und sage bis zum nächsten Video hier auf meinem Fuba-Kanal. Bis dann!